Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars The Old Republic. Heute wieder mit Julian Bashir, Aka Janina und meiner Wenigkeit. Hallo. Wir sind immer noch auf Belsavis, wir sind bei den Ashkar und wir killen. Und Janina erzählt euch heute eine Geschichte über den Super Bowl. Was? Ach Gott, ja, stimmt. Ja, Super Bowl war gestern oder heute Nacht, je nachdem wie man es nennt. Die Rams haben gewonnen. In einem ziemlich spannenden Finale eigentlich. Und man muss wieder mal sagen, die Refs, also die Schiedsrichter sozusagen, die waren das ganze Spiel über so still, also mussten sie all ihre Action natürlich im letzten Spielzug bringen. So viel Flaggen und Strafen, wie im ganzen Spiel nicht, ja, passiert sind, sind im letzten Spielzug dann passiert. Die Rams waren jetzt aber nicht die Underdogs, oder? Nee, das waren nicht die Underdogs. Also okay. Die... Bei den Rams war es jetzt auch so ein bisschen was, ihr müsstet das jetzt eigentlich echt endlich mal hinkriegen, denn ihr habt ein so gutes Team. Weil bei den Bengals, das waren die Underdogs, die Cincinnati Bengals, da ist es wirklich eher so ein bisschen das Problem, dass die schon eher personelle Probleme hatten. Kann ich gleich danach noch sagen. Rachel, wenn du dieses Logbuch findest, bin ich vielleicht schon tot. Ich bringe eine Lieferung nach Belsavis und es sieht hier nicht gut aus. Ich habe die Laserbohrer an den Kontrollen vorbeigebracht, aber ich habe nicht gut genug aufgepasst und ein paar Treffer von den automatischen Abwehrgeschützen des Planeten eingesteckt. Mein Comlink ist ausgefallen. Ich kann mich also nicht mehr herausreden, falls ich entdeckt werde. Das heißt, ich werde vielleicht abgeschossen. Wenn das passiert, finde heraus, ob Harlan seine Bohrer aus dem Wrack geborgen hat und hol dir die Credits von diesem Mistkerl. Du bist ein zähes Mädchen, Rachel. Und der verdammt beste Partner. Ich liebe dich. Ende. Wie? Ja, du wolltest noch. So, ja, bei den Bengals hat man das Problem, die haben einfach keine vernünftige Offensive Line. Also es sind sehr viele, die das erste Mal zusammen quasi... Die sind alle, also der Großteil ist erst diese Saison in diese O-Line gekommen und das ist halt ein Problem, wenn man überhaupt nicht richtig eingespielt ist. Plus Verletzungen und so. Und das heißt halt beim Spielzug, dass ihr Quarterback immer sehr schnell den Ball loswerden muss, weil ansonsten die gegnerische Defensive Line ihn niedermäht. Und das ist auch gestern in der zweiten Hälfte ziemlich oft passiert. Oh, das ist natürlich nicht gut. Kann ich verstehen. Heute, meinst du? Ja. 0:30 Aber man muss trotzdem sagen, ich meine, es waren jetzt, sie haben jetzt was, 20-16? Wie waren wir da so? Also es war jetzt nicht, oder 20-17, Entschuldigung, glaube ich. Es war jetzt kein riesiger Unterschied. Also es ist nicht, dass eine Mannschaft komplett untergegangen ist. Ja, 20 zu 23, also 23 zu 20 für die Rams. Das ist jetzt keine schlimme Niederlage. Hört sich ebenbürtig an. Ja. Ja. Also ich kann mit Football ja nichts anfangen. Ja, ist ja auch okay. Aber ich fand es spannend. Das war im Vorfeld. So, ja. Jetzt wisst ihr das, liebe Zuschauer. Wir nehmen heute übrigens auf am Montag vor... 7.0, deswegen leveln wir auch noch nicht. Also wenn ihr die Folge seht, ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen seit 7.0, aber wir können noch gar nicht die ganzen neuen coolen Features alle austesten. Was nimmst du denn dann eigentlich als Second Class? Ach Gott, das müssen wir ja dann vor der nächsten Folge machen. Unsere echt? Klassen und so wählen. Oder in der nächsten Folge am besten. Ich bin gar nicht mehr up to date, weißt du, weil ich wusste noch, dass da was von Submission war und sonst wie, aber ich wusste nicht, dass ich dann was Second wählen muss. Musst du nicht, aber du kannst halt zum Beispiel okay. Den Frontkämpfer oder mein oder zwei Waffen hier so oder eine Waffe wählen, wie du willst. Alle Tech-Klassen. Du kannst auch Sniper werden. Oh, als Second Class. Saboteur. Wäre doch auch eine coole Idee. Ja. Arzt hat nichts gebracht, jetzt wirst du halt Saboteur. Entschuldigung. Also für euch Zuschauer natürlich erst in der übernächsten Folge. Wir nehmen ja mal zwei Stück hintereinander auf. Wie bitte? Da machen wir das aber dann auf jeden Fall in der Folge. Das würde mich wie freuen. Wie bitte?
Ihr seht es ja dann schon im, oder ihr habt es dann schon im Livestream gesehen. Wir reden einfach drüber, was Janina sich gerade echauffiert. Wir reden und Unverschämtheit hier. Ja. Da macht man sich die ganze Zeit Mühe. Sorgt dafür, dass dieser Schmuggler hier am Leben bleibt. Ja, ja. Und gedankt wird es einem überhaupt nicht. Wo ist eigentlich hier so Munition, der Ashcar und der ganze Scheiß? Ach so, ja. Und drei Anführer töten. Ich bin wieder mal top mit der Mission vertraut. Machen wir erstmal den letzten Anführer noch. Ich denke mal, da kommt noch ein Teil. Ja. Weil ich habe bis jetzt noch keine Kisten gesehen. Ist nicht zu spaßen. Oder sie waren draußen. Nee. War ja kein Kringel draußen. Kehre zu Dr. Übellipton. Doch! Draußen. Ach, das ist ein extra Gebiet, hä? Das macht doch keinen Sinn. Nee, das ist aber so ein extra Eingang. Warum ist das in einem extra Eingang? Weil sie es machen konnten. Ja. Genau, also ihr habt es ja dann schon im Livestream gesehen, ne, wie ich meine neue Klasse für meinen Hexer gewählt habe. Es wurde wahrscheinlich Shadow. Einfach passt das, finde ich. Du hast dann quasi mit dem Hexer könntest du notfalls Heiler sein und Damage Dealer und mit dem Shadow dann oder Assassin halt Tank und Damage Dealer. Also hast du quasi alles, was es gibt, dabei. Deswegen werde ich wahrscheinlich das wählen, aber oder habe ich wahrscheinlich das gewählt gehabt, getan, haben, tun. Ihr wisst schon. Wirst du wahrscheinlich das gewählt haben. Ja, genau. Oder? Ja. Das gehabt war so in meiner, Würdigung des Bayerischen. Jawohl. Da musst du es mit nein. So, komm her, Gas. Du bist disgusting. Übrigens, kamen jetzt heute schon die ersten Reviews für Horizon Forbidden West raus. Ach Gott. Review-Embargo gefallen ist. Natürlich. Sind alles sehr, zufrieden. Positiv? Ja. Mhm. Das Einzige, was halt kritisiert wird, so wie ich das jetzt im Querschnitt rauslesen konnte bei IGN und Co., war, dass die Story nicht mit dem ersten Teil so richtig mithalten kann. Was aber natürlich eigentlich verständlich ist, weil, naja, der erste Teil hat halt all diese Enthüllungen. Ja. Das weiß man jetzt halt schon. So richtige What-the-fuck-Momente gibt's halt jetzt nicht mehr. Halt an. Was ist das für eine blöde Aufteilung, dass hier das... Egal, ich sag nichts mehr. Vor allem dieses Aufzugfahren, ey. Ja. Hast du auf Stopp gedrückt? Auf was? Hast du auf Stopp gedrückt? Was auf Stopp? Och. Ich wollte doch nur einen Flachwitz machen. Ich hab dich nicht verstanden, das ist das Problem. Und du nennst dich Star Wars Fan. Hast du auf Stopp gedrückt, habe ich gesagt. Ist das jetzt eine Filmanspielung? Ja. Okay. Traurig. Schon wieder Episode 3. Es gibt ja nur eine Fahrstuhlszene. Ja, natürlich. Den ganzen Film. Okay. Deswegen ja auch. Das sollen wir erst rechts? Ja. Halbe Stunde schwer. Das heißt, in zwei Folgen können wir dann auch wieder leveln. Ja, und da steht endlich nicht mehr so eine blöde gebrochene Zahl da, sondern endlich 80. Was hast du gegen die 75? Weiß ich nicht. Ist ein schönes Viertel, aber ansonsten nicht sehr ästhetisch. Ja, das stimmt natürlich. Da habe ich doch lieber ein Fünftel. Oben wahrscheinlich noch, oder? Ja, schauen wir mal hoch erst. Ja, hier ist Munition. Das war's, ne? So. Tada. So, trotzdem mal kurz gucken. Oh, also hauptsächlich nicht runter, weil da wird gleich einer, da steht. Wir können eh eine Schnellreise machen zum Operationsstützpunkt, leider. Welche Einsatzzentrale im Maximalsicherheitsbereich. Ah, aber ich muss doch noch Conrad Gall finden. Aber doch nicht hier. Ah, das stimmt. Das ist ganz da oben. Kammer 806, da muss ich eh dann auch hin. Aber auf dem Weg dahin gibt es bestimmt noch andere Missionen. Ja, das stimmt natürlich. Ich weiß. Die Partei hat immer recht.
Ach so, erst hier ist Zweifel säen, ob man denn da wirklich hin muss und dann schon vorrennen, das ist klar. Ja, ja. Ach, jetzt kommen wir zu den Idioten zurück, die einfach ein Schiff abgeschossen haben, ohne zu gucken, wer es ist. Ich habe die Fracht zerstört. Es war ein Schmugglerschiff mit Laserbohrern für einen Verbrecherboss. Ihr habt einen Ausbruchversuch vereitelt. Seht ihr? Genau wie ich sagte. Ich danke den Stern. Und auch euch. Mit diesen Bohrern hätten die Eschka im Handumdrehen die Freiheit erlangt. Es ist wirklich schwer, bescheiden zu sein, wenn man so gut ist wie ich. Nun, mich habt ihr überzeugt. Passt auf euch auf da draußen, ja? Ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass sie dieses Sozialpunktesystem ändern. Echt? Ja, also es gibt, die Boosts werden auf jeden Fall entfernt und es geht irgendwie nur noch über den Groupfinder oder so. Ach Gott. Wenn man nicht schon Level 10 ist, ich bin aber noch nicht Level 10. Aber wenn du Level 10 bist, wird's wieder Legacy-weit. Ich habe einen Charakter, der ist Level 9. Das ist mein höchstes bis jetzt. Ja. Ihr habt euer Soll mehr als erfüllt. Ohne ihre Anführer und ihre Vorräte sind die Eschka arm dran. Sie ziehen sich jetzt zurück. Das sollte uns Zeit verschaffen, wieder auf die Beine zu kommen. Danke. Sie sind verwundbar. Jetzt ist der Zeitpunkt, um sie weiter unter Druck zu setzen. Ich schicke ein paar Truppen los, um einige unserer wehrhaften Außenposten zurückzuerobern. Nicht viel, aber es ist ein Anfang. Ihr habt euch vermutlich schon gedacht, dass die Republik diesen Ort nicht erbaut hat. Er wurde vor tausenden von Jahren von einer Spezies namens Rakata errichtet. Die Rakata hassten die Eschka, haben über sie geschrieben, als wären sie eine Plage. Sie haben einen Krieg geführt, der die ganze Galaxis mit einbezogen hat. Letztendlich wurden die Eschka so gut wie vernichtet. Die paar hunderttausend Überlebenden wurden hierher gebracht und in Stasis verbannt. Wenn die Imperialen nur gewusst hätten, wie gefährlich die Eschka sind. Die Idioten waren so versessen darauf, uns das Leben schwer zu machen, dass sie die ganzen Warnschilder übersehen haben. Tschüss. Achso. In ihrer Blütezeit eroberten die Eschka die halbe Galaxis und wenn sie entkommen, werden sie genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Euer Überfall hat sie kalt erwischt. Sie sind angeschlagen, durcheinander. Jetzt ist der Zeitpunkt, um unseren Vorteil zu nutzen und ihren Vorstoß zu beenden. Ich denke, das liegt wohl auf der Hand. Wir haben den größten Teil der Com-Aktivitäten der Eschka zu einer kleinen Höhle zurückverfolgt. Wir denken, sie benutzen sie als Kommandozentrale. Wer auch immer da drin ist, koordiniert die gesamte Offensive der Eschka. Das ist unsere beste Chance, ihre Anführer auszuschalten. Ich will, dass ihr sie ergreift. Vielleicht habe ich ja Zeit, mich damit zu befassen. Da kommt gerade reichlich Funkverkehr aus dieser Zentrale. Keine Ahnung, wieso die sich so aufregen, aber wir können nicht abwarten, bis wir es herausfinden. Findet die Zentrale, schaltet die Anführer aus, dann können wir uns vielleicht wieder der Aufgabe widmen, die Imperialen von hier zu verjagen. Okay. Wenn das so einen guten Run, was Antworten angeht, ne? Ja. Warte mal, ich hole mir nur noch schnell noch eine Wasserflasche. Die steht ein paar Meter von mir entfernt. Haben wir die schon gemacht? Nee. Die Heldenquest hier? Ich glaube schon, oder? Ja. Mit Sicherheit. Wir haben ja schon mit dem Typen geredet. Also mit dem anderen. Das heißt, da haben wir die ja bestimmt gesehen. So. Jetzt sehe ich wieder nicht auf der Map, wo wir hin müssen. Ich hasse diese Map. Auf Belsavis. Es ist aber auch eine Scheiß-Map. Ja, wegen also, diesen Teleportstationen. Ja. Ja, gut, aber generell muss ich sagen, nicht nur auf Belsavis, sondern. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal mal aufholen zu dir. Missionen und Taxi-Anzeigen sind ja sowieso so eine Sache, ne? Ja. Ich nehme einen Transporter des republikanischen Energiezentrums. Alles klar. Mal gucken, wie weit wir da kommen, wohin wir da kommen. Akavi hast du hier zurückgelassen? Nee, ich hab dich gar nicht dabei. Unteres Transportzentrum, Transporter, ja. Joink. Ja, sieht halbwegs richtig aus. Here I come to save the day. Obwohl, warte mal. Ich glaube, der andere markierte Platz wäre noch besser.
Der andere markierte Platz. Weil das, was da violett klingt, blinkt, ist nicht wirklich der Missionsziel. Das ist nur, da lang musst du gehen, wenn du zum Missionsziel willst. Zur Narbe, zur Eschkabe. Es gibt ja noch... Doch, wir müssen runter in die Narbe. Ja, aber beim unteren Transportzentrum ist du bestimmt näher, oder? Ich weiß es nicht. Wo ist das untere Transportzentrum? Weiter unten. Ja. Oh, näher. Warte, jetzt sehe ich's. Nee, das ist außen gerade Transportzentrum. Bist du dir sicher? Gleich rechts unten. Also gleich von da, wo wir jetzt sind, rüber und ein Stück nach unten. Da okay, ist Moment, da ist noch so ein Teleport-Ding. Moment. Genau, dann sind wir nämlich da, in der Nähe. Und da ist auch ein Schnellreisepunkt in der Nähe. Okay. Den können wir freischalten. So. Gott, hier ist aber einiges los. Ja. So, guck, da oben ist der Schnellreise und dann geht's auch hier auch rein in dieses System, wo wir hin müssen. Jetzt muss ich erstmal hier Post lesen. Nyranos. Werther Stellvertreter Kral steht zu seinem Wort. Achso, Werther, nicht Werther. Ah, ihr wisst schon. Wie versprochen hat er mir und den anderen Verdammten ein kleines Stück Land auf Belsabis weiter vom Gefängnis überlassen. Wir leben hier ein einfaches, aber aufrichtiges Leben und werden nicht länger für die Verbrechen unserer Vorfahren bestraft. Ihr habt die Gerechtigkeit unserer Sache erkannt und unsere Befreiung unterstützt. Das werden wir nie wieder gut machen können. Aber es wäre uns eine Ehre, wenn ihr ein kleines Zeichen unserer Dankbarkeit annehmen würdet. Nyranos. Wow, zwei alte Medipacks. Na gut. Offensichtlich hat die, also Senator Tudos, dieser komische Kriegstreiber da, der diese Experimente gemacht hat, offensichtlich hat sich Werther Stellvertreter Kral entschieden, Stillschweigen über mein kleines Vorhaben zu bewahren, die Häftlinge auf Belsavis gegeneinander aufzuwiegeln. Ohne eure Hilfe hätte ich ihn nicht dazu bringen können, zu schweigen. Ich habe diskrete Anfragen gemacht und mehrere Waffenhersteller gefunden, die aus dem Experiment gewonnenen Daten kaufen wollen. Es ist nur fair, euch einen Teil des Gewinns anzubieten, da ihr dazu beigetragen habt, Kral zu überreden, keinen offiziellen Bericht zu schreiben. Selbstverständlich ist eine Untersuchung durch den Senat das Letzte, was wir beide brauchen. Mit freundlichen Grüßen, Senator Tudos. Und was kriege ich? 5000 Credits. Mhm. Es lohnt sich einfach nicht, ein Arsch zu sein. Keine Belohnung ist das hier alles wert. Ja. Warnung. Bedrohungen oder Gewalt werden sofort unterdrückt. Ist ja gut. Subjekte als Nicht-Häftlinge identifiziert. Bedrohung negativ. Werter Truppführer TM-09 fordert Unterstützung der Republik. Untergeordnete Droiden wurden kompromittiert. Häftlingsgewahrsam gefährdet. Was ist hier los? Eschka-Häftlinge nahmen alle untergeordneten Droiden gefangen. Sie wurden umprogrammiert, sodass sie Nicht-Häftlinge mit tödlicher Gewalt angreifen. Diese Einheit kann Notfallsicherheitsstifte bereitstellen, um die Eschka-Programmierung zu überbrücken. Fordere Häftlingsunterdrückung. Setzen Sie die Sicherheitsstifte ein, um die untergeordneten Droiden wiederzuerlangen. Wenn deine Droiden wieder auf unserer Seite sind, wird es hier heiß hergehen. Bestätigt. Sie werden wahrscheinlich auf starken Widerstand seitens der Häftlinge treffen. Die umprogrammierten Droiden werden angewiesen, Häftlinge anzugreifen, bis das Gebiet friedlich ist. Nett. Ach ja. So. Das ist sollen gleich. Wir zuerst das andere machen? Schlag gegen die Eschka, oder? Das gleiche links. Genau. Ja. Guck mal, die glauben, wir kommen von da drin. Wir haben sie umzingelt. Boing. Wir haben sie flankiert, das sehen wir. Naja. Dann mal los! Das Grab. Tausende von Jahren, bevor die Republik auf die Idee kam, hatte das Volk der Rakata Belsavis bereits seinem Gefängnisplaneten gemacht. Von dem wenigen... hier drin kann man sogar fliegen. Ist ja halt. Wow. Ist ja schon fast... Ja. Ist ja schon fast gemein. Ich packe gleich mein Lichtschwert auf! Was ist gemein? Dass wir die so einfach abschlachten. Ach. Ich find's lustig, wie Gast gerade gedroht hat. Ich packe gleich mein Lichtschwert aus. Gast, das will niemand sehen. Stimmt. So. Achso, das wird. Ah ne, 10 von 15. Aber hier drin zählen auch schon ein paar für die Werder-Druiden, deswegen habe ich mich gewundert.
Oh ja. Schauen wir gerade kurz auf die Karte. Ja, weil es der gleiche Weg. Ja. Ja, ja, alles gut. Ich hab noch jetzt. Ich hab wieder mal keine Waffe in der Hand. Zeit, dass du einen anderen Combat Tree wählst. Was ich auch schon wieder komisch finde, ist, dass du das wieder nicht ändern kannst. Das hasse ich schon wieder. Was? Ja, du kannst die Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. Wozu wähle ich dann? Also wozu ist es dann so... Ich meine, bis jetzt kannst du es ja auch nicht rückgängig machen. Ach so, ja gut. Ach so, du meinst, ich dachte, du meinst gerade auch sowas wie die, wie die Talentbäume, sag ich mal. Nee, nur die Unterklasse quasi kannst du nicht mehr rückgängig machen. Ja, gut. Ich meine, ansonsten wird wahrscheinlich jeder so jede Woche eine andere Klasse wählen. Ja. Je nachdem, was man gerade will oder braucht. Genau. Oh, hallo. Hallo. Warte mal, Lord. Ich möchte noch schnell das Abbrechen abklingen lassen. Zart. Mafurk naho rat jest bi elmu im tisor ma hefne. Sie haben die dunkle Seite geschmeckt, nicht wahr? Wie erleuchtend. Wenn Sie mich töten, werden Sie diesen Weg weiter beschreiten. Sin jest jur drukal jasbro. Ich bin schön, wie er da einfach liegt. Nicht festgeschnallt oder irgendwas. Einfach liegt da, ist gerade bequem. Er hat sich nur zurückgelehnt. Ihr kämpft jetzt mit mir. Verschwendet eure Worte nicht an dieses Gewürm. Tötet es, dann seid ihr fertig damit. Jik inter, mebeg drest pasiat dan ilbi, furkost in pain. Er ist zwar ein Sith, aber ich werde nicht tatenlos zusehen, wie ihr ihn abschlachtet. Sekien aktest wird in Huli Dikmen Kitieb. Wir sind im Krieg. Ja, aber ich bin halt... Ich schätze Leben. Manchmal. Ihr seid aber schön auf dem Kreis hier. Ist das ein Lied von Silbermond, Jägermond? Keine Ahnung, Silber. Silber und Gold. Ah, es klingelt. Wer stört? Dann ilbi for cost in pain. Wie eloquent, wie gruselig. Und jetzt sterbt. Ihr seid wirklich geschickt, doch Eshkar sind nicht die tödlichsten Dinge in diesen Katakomben. Ihr solltet fliehen, bevor ihr euch verletzt. Das ist ja eine lustige Art, sich zu bedanken. Ihr habt gut gekämpft, doch eure Teilnahme war nur nützlich, nicht mehr. Die Galaxis ist auch ohne eine andere Fraktion, die nach Macht strebt, durcheinander genug. Ich nehme an, dass ich mich selbst um diese Eshkar kümmern muss. Ansonsten könnte es gut sein, dass sie eure Republik zerstören. Und worauf könnte ich mich dann schon noch freuen? Wieder da? Ja. Okay. Es war leider die Post. Der Eshkar-General ist tot. Aber er erwähnte etwas von der Erweckung eines Weltenvernichters, der uns alle auslöschen würde. Moment, der Weltenvernichter? Das hat er gesagt? Mhm. Dann ist es vielleicht wahr. Das ist schlecht. Und ich dachte, das wäre gut. Habt ihr schon mal etwas von diesem Weltenvernichter gehört? Möchte auch mal wieder was sagen. Gerüchte. Gerade aus der verlässlichsten Quelle. Ein paar Häftlinge aus den Tiefzellen haben davon gesprochen. Ich konnte kaum etwas von dem verstehen, was sie sagten, geschweige denn es beweisen. Sie sprachen von diesem Ding im Kern des Planeten. Es soll riesig sein, so alt wie die Galaxis. Ich hielt es nur für abergläubischen Unsinn. Ein paar Häftlinge und ein sterbender Eshkar sind nicht gerade verlässliche Quellen. Das Grauen der Häftlinge war nicht gespielt. Und die Eshkar mögen vieles sein, aber sie sind keine Lügner. Wenn dieser Weltenvernichter wirklich existiert, dürfen die Eshkar ihn nicht wieder erwecken. Ihr müsst sie aufhalten.
Am besten beginnt ihr mit den Nachforschungen im Tiefgefängnis. Da unten sind alle möglichen Monstrositäten eingesperrt. Ihr werdet jedoch auf euch allein gestellt sein. Sind wir schon seit 3 Stunden? Ist ja nichts Neues. Jetzt plötzlich sind wir auf uns allein gestellt. Vollidiot. Oh Gott. Laufen wir mal durch, oder? Achso, ja, können wir auch. Mal schauen, wie lange es dauert, bis ich von meinem Fahrzeug fall. Ja, je nach Fahrzeug ist es hier angeblich immer schwerer, ne? Ah, echt? Es steht immer drunter, bietet einen exzellenten Schutz davor, heruntergestoßen zu werden, bietet einen guten Schutz davor, heruntergestoßen. Okay. Ich denke mal, die teuersten Kartellmarkt-Dinger sind wahrscheinlich die guten. Wahrscheinlich. Na, nee, weißt du was? Wahrscheinlich der Baumstamm. Was für ein Baumstamm? Der scheiß Baumstamm. Achso, von Kai Zicken. Ja. Das ist doch wahrscheinlich das Beste von Besten. Ja, wahrscheinlich. Der ist aber so langsam, da stirbst du einfach, weil sie dich erschießen. Oh. Außenrum gibt's. Oh, scheiße, da sind noch welche. Ich hab noch was gepult. Naja, praktisch, weil ich. Das gehört gar nicht vorhin. Achso, erstmal zurück hier, ne? Können wir. Hä, was ist hier? Da ist ein Dings. Achso, das ist immer noch das. Ich dachte, wir sollen ins Tiefgefängnis. Warum muss er jetzt nochmal mit uns labern? Das ist nicht der. Ihr habt es geschafft. Achso, dort. Jetzt hört mir zu. Ich habe einen Möglichkeit. Achso, hier sollten wir hin. Wir sollten eigentlich von der anderen Seite kommen. Aufklärungsdroiden haben ein großes Kontingent von Eshkar entdeckt, die sich auf dem Weg ins Gefängnisinnere befinden. Elite-Soldaten, sehr gefährlich. Sie werden von niemand Geringerem als dem Patriarchen der Eshkar angeführt. Blutklaue. Wenn dieser Irre dabei ist, können wir sicher sein, dass sie etwas vorhaben. Klingt, als wärt ihr diesem Blutklaue bereits begegnet. Er hat Dutzende meiner Männer getötet. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als die Eshkar bei der Eroberung der Galaxis anzuführen. Die Eshkar werden einen besonderen Trumpf brauchen, wenn sie von diesem Felsklumpen entkommen wollen. Ich tippe auf den Weltenvernichter. Ich habe ein paar Aufzeichnungen über das Ding ausgegraben. Sehr apokalyptisch. Da kamen häufiger Sätze wie Zerstörer von Planeten und Verschlinger von Sternen vor, als mir lieb ist. Ein derart gefährliches Ziel bedarf richtig großer Geschütze. Die gesamte republikanische Flotte hat vielleicht nicht genügend Feuerkraft, um das Ding zu erledigen. Deshalb behalten wir ihn hier, eingesperrt. Ich habe den Funkverkehr der Eshkar belauscht. Doch unbequem, Sie wollen eine Jordan. Notsicherung ausschalten. Das könnte unsere Chance sein, diesen Unsinn aufzuhalten. Eingedreht, die Übertragung kam aus einer Höhle in der Nähe. Viele Eshkar versammeln sich dort, geht auch dorthin und findet heraus, was es mit dieser Notsicherung auf sich hat. Was auch immer die Eshkar vorhaben, ich werde sie aufhalten. Gar nicht. Diese Mission wird euch tiefer ins Innere von Belsavis hineinführen, als jemals jemand vorgedrungen ist. Okay. Es ist eine gefährliche Welt da unten, aber die Republik, ach, verflucht, vielleicht die ganze Galaxis zählt auf euch. Viel Glück. Ja, verkauf mal deine Steaks nicht so hoch, mein Freund. Oh, Eroberung abgeschlossen. Meine war schon. Ja, weil du vorhin wieder Wohltätergeschenke gegeben hast. Ah. Daran habe ich nicht mal gedacht. Wow. Sind die Druiden überhaupt hier unten oder sind die da oben oder wo sind die Druiden? Oben. Oben, oder? Wie kommt man da oben hin? Wir müssen nach oben, nicht nach hinten. Oh Gott. Also den hast du jetzt schon so oft gebracht in diesem Let's Play. Ich weiß. Langsam kann ich ihn nicht mehr zu würdigen wissen. Aber nur noch echauffiert meinen Kopf schütteln. Nein. Wahrscheinlich. Wo jetzt? Jetzt geht's auf die stillen Plätze. So einer wahrscheinlich. Hier, schau mal. Hier ist auch einer. Ja, aber wenn du warst zu weit weg. Achso, ja, du warst bei mir zu weit weg. Lol. Müssen wir wieder doppelt arbeiten. So. Ja, doch nicht auf den. So, gehen wir mal zu dem zusammen, ne? Der zählt nur für eine Partie. Nee. Der ist aber schnell gestorben. Hast du den zerstört? Ne? Nö, ich habe ihn nur umprogrammiert. Der ist einfach zusammengeklappt dabei. Ich bin jetzt ein Plappermaul. Hä? Ach so, Sozialstufe 6. Ich habe Sozialstufe 6 erreicht, das ist alles. Ach, der hat nicht gezählt. Bei mir schon. Wie viel hast du jetzt? 3. LOL! Ich hab 2! Ich fühle mich verarscht. Könnte ich bitte jetzt auch
Alter, siehst du das? Hallo, Spiel. What are you doing? Ich sehe, ich stehe immer noch so da als ich weiß. Halt mal Y. Nee. Alter. Dieses Scheißspiel. Nö, zählt nicht. Ja, mach du halt den nächsten. Ja. Ich hasse es einfach nur. Ich bin ja jetzt durch. Guck, jetzt ist wieder weg. Hashtag Logik. Ja, nee, das macht schon Sinn, wenn du ein anderes Animationsmuster benutzt in deinen Angriffen. Dann wird das überschrieben. Ja, aber es war ja vorher auch nicht nach dem Angriff weg. Das ist einfach nur SV2 halt. Wo? Naja. Wir können uns ja auf das Update freuen. Lasst uns froh und munter sein. Und uns auf das Update freuen. Lustig, stimmt. Lustig, tralalalala. Bald ist ein besseres Spiel da. Ja! Ah. Oh. Müssen wir nicht wieder nach oben? Nein. Aber wir müssen noch zu den. Achso, zu den blöden Druiden das Ding abgeben. Ja, ich kämpfe gerade gegen den Druiden. Entschuldigung, dass ich dir jetzt nicht nachhüpfe. Ich bin ein Jedi! Eigentlich nicht, aber gut. Muss ja jeder selber wissen, wo seine Leute sind. Du kommst ja auch ohne deinen Arzt klar, habe ich gehört. Ja, komm ich freilich. Wenn wir das Spiel jetzt so spielen wollen. Unverschämtheit. Jetzt wäre ich schon wieder angegriffen. Mei, oh mei. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Arzt. Der ja schon vorgelaufen ist und schon wieder Urlaub macht. Urlaub? Was ist das? Ich untersuche hier die örtlichen Druiden. Ah, okay. Ja, vielleicht solltest du es als Druidentherapeut versuchen, nicht als Arzt. Die untergeordneten Druiden melden eine deutliche Unterdrückung von Eshkar-Aktivitäten. Die Überbrückung der Programmierung scheint erfolgreich zu sein. Das nächste Mal reagiere ich nicht so nett. Bestätigt. Wärter-Druiden werden darauf programmiert, wachsam zu sein. Bald wird der Wärter-Trupp wieder das Gewahrsamsprotokoll anstelle offener Gewalt anwenden. Ihre Hilfe wird hoch geschätzt. Aber bitteschön, bitteschön. Weil du es bist. Genau. Weil heute dein Geburtstag ist. Also das, dieses Taxi-Transporting ist ja wohl der nutzloseste Scheiß da unten. Man sieht sogar auf der Karte, wo wir hin müssen, und es zeigt trotzdem was anderes an. Ja, das ist wahrscheinlich noch weiter drüben. Vielleicht kommen wir da auch hin mit dem Taxi. Aber wir müssen ja dazwischen ist ja auch irgendwo der Ort, wo wir hin müssen. Mhm. Daher lohnt es sich wahrscheinlich nicht, wenn wir jetzt ein Taxi nehmen. Nee, sowieso nicht. Nee. Das alte rakatanische Verlies. Hm. Ach ja. Erstmal, als ich das erste Mal hier entlang gelatscht bin und dann habe ich diese fetten Riesentrümmer an Viechern und sowas gesehen, da war ich schon ein bisschen beeindruckt. Na, guck. Fand ich eine coole Idee. Guck. Was denn? Bei so viel Meckern übers Spiel auch was Gutes. Na, ich sag ja nicht, dass die Ideen und alles schlecht sind. Ich beklage mich nur über das Nicht-Ausmerzen von lang bestehenden Fehlern. Ja, aber du weißt, wenn man einen Fehler behebt, ist ein anderer wieder da und. Das ist auch bei Live-Service-Games so, dass dann immer wieder neue Fehler auftreten. Gerade ja, in dieser trotzdem. Komplexität. Naja, trotzdem. Bei so einem God of War, ich meine, da werden die Fehler nach Patch gepatcht, nach Release auch noch gepatcht. Ja, aber dann hast du das Spiel am Ende fertig, da kommt nichts Neues dazu. Ich weiß, aber trotzdem Fehler, die halt seit Jahren noch bestehen, werden ja beachtet. Ja. Ich verteidige jetzt auch nicht die Entwickler, aber. Ich kann es zumindest verstehen. Zumal sie auch nicht mehr Leute geworden sind, sondern eher weniger. Die an dem Spiel entwickeln. Und wenn sie jetzt sagen würden, so, liebe Leute, wir machen jetzt ein Jahr lang kein Update, nur Patches, nur Korrekturen von alten Sachen, dann würden sie sagen, ja, das Spiel ist doch spielbar. Warum müssen wir jetzt ein ganzes Jahr auf Content verzichten? Nur ja, aber. aber das Problem ist ja, dass
dass es auch nicht besser wird mit dem, was sie teilweise machen. Also, erstens ist der neue Content nicht unbedingt besser. Und zweitens, ja, ich meine, sie machen ja teilweise noch mehr kaputt dabei. Also, ich hab von einem anderen Spieler, der macht Nightmare-Operation, gehört, der muss die komplette Grafik quasi runterschalten, aber Bloom muss an sein für die Nightmare-Operation von was mit dem Apex Predator. Weil du sonst die Mechanik nicht siehst. Und die Gruppe hat dann meistens erstmal so 5 Sekunden Standbild. Weil die Engine einfach nicht damit klarkommt. Und das ist halt das, wo ich sage, dann macht halt vielleicht nicht ein solches Texturen- und Animationsspektakel rein, das niemandem was nützt. Weil was nützt es mir, wenn es toll ausschaut, wenn ich es nicht sehen kann, weil der PC einfriert? Und das ist ja nicht von wegen eine CPU oder sowas Sache, sondern das ist einfach dieses Spiel. Das schafft seine eigenen Anforderungen dann nicht. Mir selber ist das vor allem bei Götter der Maschine passiert. Bei Nahut, wo du Schatten hast, du hast verschiedene Leuchteffekte, du hast, was weiß ich, so viel aufeinander, dass da ab und an einfach mal der Bildschirm ein bisschen ruckelt. Oh, Eierkopf. Die Notsicherung. Ich verstehe kein Wort. Das macht Sinn, Kajujum. Maestrame Hiruba. Da ist die LP in Tisere Basamana. Ihr habt kein Verbrechen begangen. Ihr solltet frei sein und nicht in einer Röhre stecken. Also das meint ihr jetzt nicht mit ihr gehört nicht hierher? Wenn euer Volk den Weltenvernichter einfach zerstört hätte, würden wir jetzt nicht in diesem Schlamassel stecken. Ja, ich habe keinen Ton gehört, aber... Was? Ich habe nicht mitgelesen. Hab mein Hirn gerade ein bisschen ausgeschaltet. Was ging's, Weltenvernichter? Und wir müssen den wahrscheinlich jetzt suchen, da im brennenden Weg. Genau, und die Eschke aufhalten. Also, was auch sonst. Same procedure as before. Every mission. Ach ja. Hab gerade gelesen, das ist es an. Du kennst dich ja da eher aus als ich. Ich meine, ich habe bis jetzt in meinem ganzen Studium vielleicht 4-mal eine Uni-Bib betreten. Ist das bei uns auch so, dass da teilweise Leute Bücher und so verstecken? Ich schätze mal, es oder kommt Sachen auf die... klauen? Also, ich habe jetzt bei uns noch nicht viel davon gehört, aber wir haben auch nicht die richtigen Disziplinen dafür. Also die richtigen Studiengänge. Ich habe es gerade gelesen, dass es bei Jura der Fall sein sollte. Ja, bei Jura ist das anscheinend sehr, sehr verbreitet. Was bringt das? Kein. Spätere Konkurrenz schon im Studium ausschalten. Nee, ich glaube, das ist. Ich weiß gar nicht was. Das ist. So nach dem Motto, es sind so viele und man hilft, die da auszusortieren. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich find's einfach irgendwo lächerlich und. Ein bisschen einfach nur unkollegial, aber. Ja. Keine Ahnung.
Müsste ich ein paar von den anderen, von meinen Kontakten mal fragen. Ich kenne zwei, die machen Jurastudium oder haben es gemacht. Mhm. Ja, ist jetzt nicht so. Ich habe das nur gerade so gelesen, so nebenbei und habe gedacht, hä? Das habe ich noch nie gehört. Ja. Ist schon ziemlich asozial. Mhm. Oh, Mission. Es lechzt mich danach. Ihr aktiviert das Terminal der Überwachungsstation und stellt die republikanische Frequenz ein. Schon laut. Schon laut! Oh mein Gott. Ganz schön laut. Genug drumherum geredet. Worum geht's? Patoga wata kiko uba kiri wata buki donko. So nicht, mein Freund. Oh, Granny Tampio da Pushi Wumpa. Putula Musta. Ni at am Bumpa, Boschuda Mokili Moklanki. Könnte sein, ja. Vielleicht habe ich ja Zeit, mich damit zu befassen. Che Chopa Guma ni Umpi, but Malia Bedwana ni Bobo. Buka Kampak Niji, Tonka Yiliska Chanaga. Immer diese sprechenden Namen. Können wir im Prinzip gleich runterhopsen, ne? Ja. Wenn's nicht zu hoch ist. Oh, wow, wow. Vielleicht sollten wir ein bisschen rübergehen. Können wir einfach die Schnellreise benutzen. Hui. Hab's geschafft. Du auch. Ah. Schön. So, dann machen wir die noch. Und dann ist die Folge ja schon vorbei. Ja, warte! Was? Oh. Du bist doch Heiler, mach doch mal was. Ich bin auf Dings geskillt, du Witzbold. Ach so, ne, warum spielst du dann Arzt, wenn du gar nicht heilen kannst? Weil es dann schneller geht. Ach so. Na gut, das ist ein Argument. Ich heile dich ja schon. Die sind aber ziemlich stark. Ja, ich kann auch leider den einen Dings nicht rausmachen, weil es Macht ist. Und Machtfähigkeiten kann ich nicht dispeln. So, jetzt warte mal. Ich habe Gas auf Heiler gestellt. So. Na, jetzt geht's. Ich war nur selber schon zur Hälfte unten. Es wirkt auch so, als ob die erste Gruppe ein bisschen übertrieben schwer war. Mhm. Aber jetzt geht's ja. Warte doch, wie so gleich. Fadig kriegt das. Warte doch! Ich würde sagen, rechts. Die machen wir gleich. Achso, ne? Okay. Sie kommen schon so auf uns zu. Hier müssen wir irgendwas machen, glaube ich. Sprengsätze entschärfen. Ja. Ach, jetzt stirb doch einfach. Und da hinten. Die Rendezvous with Rochambeau. Consolidate. Der Gifts. Ich war irgendwie auf Our Gifts und dachte mir, hä, das passt nicht. Nee. We can end this war at Yorktown, cross that of that sea, but for this to succeed, there is someone else we need. Hamilton. Und dann geht's ganz schnell. Ja, so schnell. Also, das glaube ich, wäre ein bisschen hart jetzt.
Ich wollte mir schon lange mal. Ich habe ja auch bei When You're Home, also bei dem, ne? Habe ich ja diese schnelle Stelle auch dadurch gelernt, dass ich sie quasi mir langsam durchgelesen habe. Das muss ich mal machen, endlich mal bei Lafayette's Parts. Das ist das Einzige, was ich nicht auswendig kann aus dem ganzen Musical. Das wurmt mich immer noch. Muss mal ein Buch raussuchen mit den Lyrics, dann muss man das machen. Ja, bisschen. Das mache ich auch wieder mal hergenommen. Ja. Und ein bisschen drin geschmökert. Hoffentlich gibt es sowas auch für Tick-Tick-Boom. Oder ja. Für Encanto. Und den hat er schon gesagt, er wäre bereit, es für den Broadway umzusetzen. Au. Also Encanto. Ja. Ah, oh, ist so schön. Ja, haben wir nicht viel von, glaube ich, aber. Ja, das stimmt. Also es kommt irgendwann nach Deutschland wie Frozen, nach 50 Jahren. Ja. Alright. Dann, liebe Zuschauenden, hätten wir das? Wegschauend. Wow. Ja. vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die noch, ne, pre-7.0 sein wird. Also wundert euch nicht jetzt. Aber dann die Folge drauf, dann werden wir richtig rocken. Dann, vielleicht verlassen wir dann schon bei Savis, weil ich glaube, das ist schon unsere finale Mission hier, die wir jetzt machen, oder? Das sind die beiden finalen Missionen, die wir jetzt hier machen für uns. Klassenmission auf dem Planeten. Dann können wir quasi mit einer neuen Folge dann, also nicht der nächste, egal, ihr wisst schon, was ich meine. We will rock you. Okay. mit diesem, auf dieser Note. We will say goodbye. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Hier auf Belzavis mit Level 75 noch und wieder einem Soldaten, der leider auf Bade geskillt hat. Bis dahin, ciao. Tschüss.